ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. So, nachdem das erste Video 30 Minuten gedauert hat, wo du meine Verkostung ebenfalls sehen konntest von der Degusta, das aber wie gesagt 30 Minuten dauerte, habe ich mir überlegt, es gibt wieder einen Shortcut von der Degusta. Wir legen mal los. Ich zeige euch da also nur die Produkte und die Preise blende ich dazu ein. Keine Erklärung, gar nichts sonst dazu. Los geht's. Wir haben Dorsey Kichererbsen. 1,19 Euro. Dann von Naturals Basilikum für 1,79 Euro. Basilikum Pesto. Dann die Immergut Naschkatze Dessert und Vanillesoße. 99 Cent. Die Jelly Bellies Factory 1,35 in der praktischen Dose. Als nächstes das Liefen Urkorn Bauernleib für 1,49. Dann die 7 Days Mini Rolls zum Snacken und für unterwegs. Schmecken so ähnlich wie jetzt, kosten 1,29 Euro, sind 5 Stück drin. Dann haben wir von Potrafka Award mit Meerrettich. Dann haben wir von Dabo zuckerreduzierte, entweder Erdbeer oder Marille für 2,79 €. Ich habe die Marille. Hafervoll Minis, die Flapjacks, praktisch für unterwegs, kosten 2,49 €, gibt es wahlweise auch mit Erdnussbutter oder Kirschmandel. Dann habe ich das Sunquick Wassereis 2,49 € aus Dänemark. Dann das Porridge von Köln, 2,79 €. Und dann last but not least das Highlight und Produkt des Monats, Ferrero Kinder Happy Moments, kosten 2,99 €. Und wir sind somit auf einem Gesamtwert von 23,54 Euro. Die Degusta-Box habe ich erworben für 14,99 oder 15,99 €. So, das war mein Shortcut. Kurz, schnell, knackig. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr euch das andere Video anguckt. Also erlebt ihr auch ein bisschen mehr von mir und nicht nur die Produkte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.